So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Ihr seht, das ist die gleiche Location wie beim letzten Mal. Normalerweise immer mit dem alten Canon Camcorder am Fenster und alles dunkel, der Sound blechern hin und her. Ich habe ja auch gefragt, wie findet ihr das besser? Und einer hat gesagt, so ist besser. Und der nächste hat gesagt, Ton, Bild ist auf jeden Fall so besser. Und dann habe ich gedacht, das sind ja schon zwei. Und wenn schon zwei Leute sagen, so ist das besser, obwohl ich es irgendwie cooler fand, mit wenn alles dunkel ist und du nur mich siehst. Aber dann machen wir es jetzt so, immer mit der GoPro. Und ja, ich würde sagen, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende wartet natürlich auch der Schocker der Woche. Und im Gegensatz zu letzter Woche ist diese Woche eigentlich richtig vollgestopft. Beim letzten Mal gab es so gut wie keine Highlights, wenig Einsendungen, nur 70 Bilder. Den Schocker der Woche zu bestimmen war mega schwer, weil einfach nichts wirklich Krasses dabei war. Diese Woche ist es anders. Da habe ich gefühlt 3-4 Schocker der Woche, die ich speziell richtig genial finde. Aber durfte natürlich nur einen auswählen. Mal gucken, wie ihr den findet. Jetzt aber erstmal Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Denise bzw. Rudeldino. Ich glaube, Manga Comic Con in Leipzig wäre was für dich gewesen, Ramses. Und schickt mir einfach ein Regal von so einem dicken, fetten Samyang Vorrat. Das ist auf jeden Fall das Paradies. 12 Euro, klingt viel. Ist aber relativ günstig. Normal waren die so durchschnittlich bei 8,50 Euro vielleicht. Jetzt kriegst du für 15, 16 Euro einen Fünferpack. Wenn es hier für 12 Euro, da hätte ich mir auf jeden Fall einen Vorrat Too Spicy mitgenommen. Niemals die anderen. Wer kauft denn schon die schwarzen normalen, wenn die Too Spicy, die doppelt so scharfen, genauso viel kosten? Dann lieber die Too Spicy und dann fliegt einem eh gleich alles weg. Als hätte es nicht gereicht, hat der Brösel auch noch einen Laden gefunden. Schade, dass er Sonntag zu ist, glaube, wo auch alles voll steht mit Samyang Nudeln. Jetzt aber mal zu Pokémon. Der Skandalpara hat hier einen 100er Ponita bekommen. Dann hat er noch einen Shiny Genesect aus dem Raid erhalten. 75% geht das überhaupt. 18,51. Shiny musste man ja selber bekommen. Kann man nicht tauschen. Deswegen musstet ihr raiden. Außerdem im ersten Raid auch ein Shiny Axandor bekommen. Und ihr werdet nicht sehen. Ihr werdet sehen, die Rate war zwar hoch, aber trotz hoher Rate ist das nicht selbstverständlich. Es gibt auch Leute, die haben 20 Raids gebraucht und mehr, um überhaupt einen Shiny zu bekommen. Lenzhardt, leider am falschen Account hier. Shiny Genesect, auch wieder schön eingesendet mit diesem Bild. Und er hat sich einen Toggle-Kiss gebastelt. Wer keins hat, der bastelt sich einfach selber eins. Dandro26, den noch getauscht. Finde ich zum Beispiel schon als ein Highlight, weil Regidrago relativ neu im Spiel. Zu tauschen, Glücks, 100er, finde ich mega nice, hätte ich auch gern. Kommt ja jetzt nochmal zurück am Wochenende, am Samstag, sind nochmal Top Raids mit Regidrago, 11, 14 und 17 Uhr. Aber natürlich, wenn es ein garantierter Glückstausch ist, ist ein 100er daraus zu kriegen ja relativ gut machbar, ist auch kein Shiny und deswegen nicht der Schocker der Woche. So, Bob's Rob, 100er Axander aus dem Raid. Ist eigentlich schwieriger als das Regidrago, weil du es ja raiden musst und da eine größere Spanne besteht, wie wenn sowieso mindestens 12, 12, 12 vorherrscht. Trotzdem Axandor auch neu drin, ein Raid-Tag. Wer weiß, wann man da mal wieder die Möglichkeit drauf hat, das zu kriegen. Ja, hier direkt 100er abgegrast, also trotzdem sehr cool. Dann habe ich auf einem Account einen Shiny Mantirps gebrütet. Ich habe bisher von keinem anderen gesehen, dass jemand Shiny Mantirps irgendwo gepostet hat, aber ich bin halt auf Twitter sowieso nicht unterwegs, da wird wahrscheinlich alles voll sein. Ich bin halt nur in Telegram, YouTube und so. Dann habe ich ein Shiny Mantirps gebrütet, hab's auch mal bewertet, es kam aus einem Ei aus Eisfeld. Und dann habe ich auf dem anderen Account gebrütet und noch ein Shiny Mantirps bekommen. Das heißt, eins werde ich an den Main Account geben und eins wäre frei für was ganz Besonderes. Wenn vielleicht noch jemand ein Shiny Elekid mit Armband hat oder ein Shiny Ponita bekommt mit Halstuch, was jetzt neu reinkommt, dem könnte ich so ein Shiny Mantirps abdrücken. Oder gegen ein Wrestler Pikachu, da seht ihr schon, das ist ja alles unfair, weil Mantirps wird man sicherlich noch öfter die Möglichkeit haben ranzukommen. Wrestler Pikachu ist einfach mega selten und verdammt brutal, genauso wie auch
Ja, Ponita und Elekid. Also überlegt euch das gut, aber gibt ja Leute, die sagen, sie finden das Mantyrps cool, sie hatten kein Glück, sie wollen das gern haben und das Elekid, ob die nun Shiny haben oder Shiny mit Armbinde, ist denen komplett wurscht, die sieht man eh nicht. Gibt's so Leute, ich bin da und dann gab's noch was ganz Besonderes, der Patch. Wir haben im Stream letztens getauscht, ich glaube, das war sogar am Mittwoch in der Raid Mania, hatten einen Glückstausch auf der Nudel. Er hat gesagt, er möchte dies und das. Was möchtest du auf der Nudel? Ich habe gesagt, egal, die braucht nix. Hat er mir also einen Pokémon mit dem Namen Egal getauscht und es ist einfach 100% geworden. 100% Rayquaza beim egalen Glückstausch mitgenommen. Konstin hat jetzt zum Beispiel einen Shiny Elekid aus der Forschung bekommen mit Armbande. Heute seit langem mal wieder eine Einreichung für Raider Mittwoch, Team Gelb Forever. Dann aber Henry Herfurt, der hat ein Bild gesendet für Raider Mittwoch von der Shinaya und ich denke mal von der Niki Luff, wo er in letzter Zeit nicht Niki Luff schreibt, sondern immer Nuki Luff, schreibt es immer falsch, sodass ich denke, hat die jetzt den Namen geändert, heißt nicht mehr Niki Luff, sondern Nuki Luff, weil so oft plötzlich überall Nuki Luff steht. Einmal falsch, okay, versehen. Fünfmal falsch, denke ich, ist so. Dann Fluffeluff, 100%. Shiny, Axandor, zweimal, Nagelotz, Pantimimi, Popsprus. Pantimimi auch eigentlich eher selten. Ich glaube, Amis freuen sich darüber, oder? Können die das überhaupt brüten? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht jetzt hier. Dann habe ich natürlich GoFace-Tickets verlost. Am Montag haben wir die große Verlosung gemacht von den drei GoFace-Tickets, die ich von meinem eigenen Hartz IV bezahlt habe. Und das sind die drei Gewinner dann gewesen. Bianca hat jetzt eins bekommen, Drachenfei hat eins bekommen und der Riese Bremerhaven hat eins bekommen. Die habe ich gestern gekauft und verteilt an die Gewinner. Eigentlich hat Scheffe ja eins bekommen, aber weil er zwischenzeitlich schon eins geschenkt bekommen hat von jemand anderes, hat er seins an die Bianca weitergereicht. Auch fette Sache von Scheffe24.de. Geht mal auf die Seite, mal gucken, ob es die wirklich gibt. Dann aber den Pokehandler, der hat uns gezeigt, für Raider Mittwoch, das Kecleon war ein zufälliger Tausch mit einem meiner kleinen Accounts. Hat hier also Kryptolavita, Shiny Psyau, Shiny Charmian, Shiny Scobble, Shiny Pichu, Shiny Girafarig, Shiny Dicta und Lambi und ein 100%iges Kecleon, was ich hier auch nochmal groß zeigen möchte. Ich habe, glaube ich, keins, ich habe Shiny, aber ich habe kein 100er. 100er, auch relativ selten, auch relativ neu im Spiel, nicht so häufig da, deswegen finde ich es auch cool. Kein Schocker, aber ist cool. Paco, Shiny Genesect, 100er Tangela, Timo mit dem Shiny Genesect, Timo mit dem Shiny Kabukime, jetzt auch neu drin. Heute Abend übrigens wieder Raid-Stunde, 5 Leute können mich wieder einladen in der Raid-Mania und mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich fand den Axandor-Raid-Tag gut, 12 Raids, 2 Shinies und das Porenda war aus einer Forschung. Das ist Tiso. Tiso 2 Shinies bekommen aus 12 Raids plus das Porenda aus der Forschung. Dann hat sie noch ein paar Pantimimi gebrütet in 100%. Neues Event mit Eiern und ich hab das bekommen. Sarina zeigt uns hier, bis auf Kime fällt alles unter die Kategorie ein blindes Huhn, findet auch mal ein Korn. Riolu Shiny, Mabula 100, Kabukime. Shiny, genau. Dann die Ignivore getauscht mit Shinaya wahrscheinlich. Mal Sarina ist ein Bild von der Aquana oben drin, sodass ich immer denke, das ist Shinaya, aber es ist Sarina. Shinaya hat doch schon Julchen als Zwilling, jetzt hat sie noch Sarina als Mutter. Ja, jetzt reicht's. Und ihr 100% Lucky Trade mit Kaumalat, richtig fett, den haben wir auch nochmal groß gemacht. Von Kiribati, woher auch sonst. Aluhut, Shiny Gardevoir, Shiny Dicta, Shiny Yanma, Shiny Mangunior, dann Axandor im ersten Raid, ein Shiny, Pokédex-Eintrag mit dem Shiny. Das ist auch immer ein ganz cooles Feeling. Erster Versuch, erster Eintrag und Shiny. Dann noch Shiny Driftlon mitgenommen, Shiny Quabbel, das Blaue, was ja das Seltenere ist von den beiden. Aluhut nochmal mit der Vogelgrippe. Alle Vögel sind schon da. Düsselkur, Staralili, Habitak. Wo kommen all die Raben her? Mal wieder was aus dem Abenteuerrauch. Das sind gar keine Raben. Ein Shiny Onyx mit erhöhter Rate. Ein paar Sachen habe ich weggelassen, die ich richtig hässlich finde. Sowas wie Baumball. Hat er auch bekommen, habe ich weggelassen. War ja hässlich. Was will man das zeigen? Labras mit Schleife aus der Forschung. Einmal. Liegt. Richtig Glück gehabt. Schocker der Woche.
Kandidat ist es aber leider nicht geworden. Dann noch Shiny Tangela, dann Evoli, Drifloon. Dann kommt man einmal zu dir und dann das in nur 10 Minuten. Danke. Das sieht gut aus. In Meiningen. Kaiser Kai hier, 4 Axandor Shinies bekommen auf dem Cutter-Account. Porenda und Axandor. Auf dem Weg zur Schule gefangen, hat sich das Aufstehen gelohnt. Lohnt sich immer aufzustehen und in die Schule zu gehen, lasst euch das mal gesagt sein. Eigentlich müsste ich sagen, lohnt sich nicht, denn selbst mit den besten Noten und dem besten Durchschnitt landet ihr im Hartz IV, wenn ihr Pech habt. Und deswegen geht zur Schule, macht was, macht am besten noch weiter, sodass ihr sagen könnt, immer noch, ich studiere gerade. Dann sagt keiner, ihr seid arbeitslos, sondern ihr studiert ja. Ob ihr dann irgendwann mal was arbeitet, ist ja erstmal egal. So, Hauptsache ihr studiert. Das ist das Beste. Quaff, waff, shiny, auf dem Weg zur Schule, wie gesagt. Wenn das der Schilling sehen würde, würde er von Neid platzen, leider auf dem falschen Account. 100% Krypto Onyx. Ich wusste gar nicht, dass Schilling so ein Onyx-Fan ist. Aber wenn der platzt, okay, dann müssen sich die Leute die News woanders herholen. So, Sören. Shiny Flunkiefer, auch abgehakt. Ob die scharf sind, gab es als Nachspeise wohl. Zu diesem Burger, den gab es davor mit Wedges, mit... Ist das ein Chicken Burger? Was genau ist das für ein Burger? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das gab es zum Nachtisch, finde ich eigentlich ganz cool. Sowas kenne ich auch. Wir haben mal so eine Tüte gehabt mit extrem scharfen Chilis als Gummitier-Variante. Die waren in so einem durchsichtigen Gefäß mit Deckel drauf, haben wir mal irgendwann, glaube ich, auch sogar getestet. Ja, mit Filippone habe ich die damals sogar getestet. Die gab es irgendwo auch mal zu kaufen. Wenn ein Restaurant sagt, wir hauen die einfach am Ende immer hin, so als Nachtisch für die Gäste, ist das aber ein cooles Gimmick. So, Genaya, auch die Familie ist vollständig. Castadur, Tendanel, Shiny Star, Genesect, Shiny bekommen, Aquana in Dresden gefangen, dann Familie voll, Anorit, Amaldo, hier erlöste 4 Sterne, nach 16 Raids 2 Shiny Axandor bekommen, Alexander Ahringer, endlich Shiny Genesect, mein erstes überhaupt, hat das Normalmodul also nicht bekommen, das gab es ja schon mal in Shiny, jetzt eben das hier mitgenommen. Kein Shiny bei 11 Raids, Alexander Ahringer, da habt ihr es nämlich schon. Gibt nicht immer nur ein Raid, ein Shiny oder 3 Raids und 4 Shinies. Es gibt auch 11 Raids und 0 Shinies. Bisafen Enzo 100% Vivian. Bisafen Enzo 96er Shiny Axandor. Bisafen Enzo, tausend Dank an Itch2Domo für den coolen Lucky Luke Babo hier. Habe ich mal mit reingenommen, da war zwar noch ein anderes Shiny Lucky drin, war aber kein 100er. Und einfach mit einem Shiny zu tauschen als Lucky ist ja, kann ja jeder machen. Aber weil das ein seltenes ist, gerade das Relaxo mit dem Cowboy-Hut, habe ich es mal mit reingenommen. Und wegen den netten Grüßen natürlich. Lecce hier auch, Shiny, Mobile, Bidifas, Charmian, Hunduster, Axandor, Mobile als Baby, auch natürlich selten in den Eiern. Lecce nochmal mit einem Quabbel. Miep, ich weiß gerade nicht, wie der Name eigentlich von Miep heißt in-game. Miep, vielleicht was für Räder Mittwoch. Back-to-back Shiny aus dem Raid 12.08 und 12.01. Mac Maggie mit dem Shiny Ede Zeba, Daniel Love auch im ersten und im zweiten Raid. Also bei einem Account war es der erste, bei dem anderen Account war es der zweite. Jeweils Shiny abgegrast. Margo Genesect. Margo FedEx auch Genesect 1, Genesect 2, alles mitgenommen. Reike mit einem Shiny Fenilu, Selal mit einem Ponita. Selal, ihr könnt euch jetzt schon mal das Datum markieren. Selal hat die Rampenlichtstunde mit Ponita komplett auf seinem Kanal gefilmt, hochgeladen und als Premiere gesetzt für den 3. Februar 2024 um 12 Uhr mittags. Nehmt euch den Tag also frei, damit ihr die Rampenlichtstunde von vor fast einem Jahr dann nochmal nachträglich gucken könnt. Am 3. Februar 2024, 12 Uhr mittags. Was ist bloß mit Selal los? Elke, 100er Dummiesel, 100er Shiggy, 100er Relaxo, Shiny Schlappohr, Shiny Flunschlig, Shiny Nagelotz, Shiny Porenda, Shiny Arena, Chanera, Shiny Axandor, das sind alle also bei dem Paula Emperor Account. Und dann bei Kaisi der Erste gibt es 100er Frubal. Jetzt ist es Licht ausgegangen, Junge. Warte mal, ich stehe mal kurz mit der Maus. Jetzt ist das halbe Licht an, jetzt ist das ganze Licht an. 100er Frubal, ja, das hast du nicht, wenn du am Fenster stehst. Da geht nicht einfach die Welt unter.
So, 100er Frubbel, 100er Barblu, Shiny Habitak, Shiny Weilmar, Shiny Rettan, Shiny Flampion, Benjamin, das erste nicht von einem Rocket Boss, sondern von einem Rocket Rüpel, ein Krypto-Shiny Bisasam, Solo Axandor Raid, 46 Sekunden übrig, Shiny Axandor mitgenommen, Shiny Gladiandri gebrütet, Duo gegen Kabukime, wenn Kabukime Hydro-Pumpe hat, 34 Sekunden über, dann sagen die Leute, das geht gar nicht im Duo, Benjamin hat es uns wieder mal gezeigt. Ich bin mal auf Lennart sein Duo gespannt, ob der wieder einen macht. Annika, Arctos Dani, 100, Shiny, 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 11 Axandor Raids ohne Shiny. Immer noch Kabukime, Shiny. Flunschweg, Shiny. Sag, bin ich jetzt bekloppt? Habe ich alles fünfmal drin? Nee. So, Flunschweg, Shiny. 12 Axandor Raids. Aber bei Zapdos Annika, nicht bei Arctos Dani, auch kein Shiny Axandor bekommen. Dafür aber 98er Shiny Flunschweg, Hohenmölsen. Toller Ortsname. Nochmal anderes Flunschweg in Shiny abgegriffen bei Zapdos Annika Account. Karin Suell zeigt uns hier. Die Entwicklung eines Gearspells. Erst fangen wir das 100er. Am besten auf Level 1 oder Level 2, das hat ja WP 15. Dann tut ihr das zum Best Buddy machen. Dann entwickelt ihr das. Ihr seht, da kommt nicht viel bei rum. Von 48 auf 155. Ihr habt es noch gar nicht entwickelt. Ihr werft da einfach eine Münze an den Kopf. Ach so, die muss man ja machen, um es zu entwickeln. Ramses? Entwickelt also euer Gearspenst mit Best Buddy auf dem kleinen Level und dem Best Buddy Badge plus der Münztasche am Latz zu Monetigo und pusht das dann von 49 WP auf 3976. Das ist fett, so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Das war der Max auch. Silvio meckert immer rum, weil ich seine Bilder nicht mit reinnehme. Von der GBL haben wir diesmal gemacht und auch dieses. Da steht der Silvio mit seiner Katze und beim Spaziergehen sieht er, wie einfach eine wilde Schildkröte einen wilden Fuchs am Po rumschnüffelt. Und dann wird es noch kritischer, denn dann kommt noch der Maulwurf an und sagt, hey, habe ich was verpasst? Oh ja! Der Blick von dem Maulwurf, oh yeah, sagt auf jeden Fall alles. So. Shiny Zubiris hat er auch noch mitgenommen. Dann weiß ich nicht, was es darstellen soll. Wahrscheinlich ein Solo-Raid mit Slymog, den er geschafft hat mit 32 Sekunden Restzeit. Er hat wieder mal in der GBL 5 Kämpfe gewonnen. Ich weiß nicht, auf welchem Rang. Ich weiß nicht, gegen wen. Ich weiß nicht, warum. Es gibt viele, die in einem Set mal 5 Kämpfe gewinnen. Deswegen habe ich das eigentlich nie mit reingenommen. Da beschwert er sich aber immer, deswegen habe ich es jetzt mal mit rein, dass ihr seht, dass der 5 Kämpfe gewonnen hat. Kämpft nämlich hier in diesem Premier Cup, Meister Premier, mit diesem Team, das ihr euch auch mal ansehen könnt. Left 40, 100%, Mega Entgleisung 3 und Apollo 100. So, da habt ihr jetzt die Pokémon gesehen. Dieses Bild verstehe ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich ein Zuhur, weil der hat im Rauch, ist sein Kumpel gespawnt. Weil wie kann ein wildes Pokémon erlöst sein? Wie kann ein wildes Pokémon eine Best Buddy Badge haben? Das ist bestimmt also sein Buddy, der aus dem Rauch gespawnt ist, weil es ein Zuhur ist. Sieht aber lustig aus. 100er der letzten Zeit, was sind hier Highlights dabei? Togetic, Corazon, Flunkiefer, Rotomurf, Quiekel, also alles. Shinies der letzten Zeit, was sind hier Highlights? Galück, wegen aus Ei, Austos, weil es einfach cool aussieht. Dann haben wir noch Buschers, weil es eben auch cool aussieht. Und das sind die Highlights vom Silvio. Warte mal, hat sogar noch einen Carvador gefangen. Ansonsten seht ihr noch Quiekel, guckt mal da und andere Konsorten. Heiko! Heiko war auch Kandidat für Schocker der Woche, weil ihr habt einen 100er Axandor gesehen, ihr habt einen Shiny Axandor gesehen. Heiko hat einen 100% Shiny Axandor aus dem Raid gezogen. Eigentlich selten, weil der Raid-Tag konnte man ja nur, ne? Und wer weiß, wann das wiederkommt. Und dann muss das ja erstmal Shiny sein und dann muss es ja auch noch 100er sein. Aber die Shiny-Rate war ja trotzdem enorm geboostet. Und ja, es ist auf jeden Fall selten, aber es ist nicht Schocker der Woche für mich. Leider, weil ich weiß, dass dann wieder alle rumheulen. Also guck mal beim Thomas Speck, der hat einen 100er Genesect.
Das ist nicht so selten wie das. Und außerdem hat der Thomas Speck sowieso schon 300er Genes Sekt, also ist das eigentlich auch egal. Und wir machen direkt weiter. Der hat nämlich auch einen Shiny Genes Sekt bekommen und Nocturne Toxibet, ganz viele Quiege, Cumulus mit dem Shiny Axandor, plus ein Shiny Stolunior, plus ein Shiny Skorgler, auch aus einem Ei. Henry Herford, 100% Kabukime, Glückwunsch, fehlt mir als 100, gucken, ob ich auch eins bekomme. Dr. Best, erlöstes Fasanu, 100%, Julian Eisenstein, Shiny Axandor, Maxi Hip, hab echt mal Glück gehabt. Jetzt wird's noch brutaler. Aber was ist jetzt brutaler, das Shiny, 100%ige Axandor oder das? Das Axandor könntest du den Shiny zur Not ja auch tauschen, um dass dann ein 100 dabei rauskommt. Aber ein Genesec kannst du nicht tauschen. Da ein 100er zu kriegen ist schwer. Shiny zu kriegen ist auch schwer, wie ich gesehen habe. Ich habe, glaube ich, 80 Raids gemacht für das Shiny. Ein 100er Shiny rauszuziehen von dem, was du niemals tauschen kannst und nur für dich alleine hast und fest auf dem Account ist, ist auf jeden Fall krass. Ist auf jeden Fall genial. Ist aber leider trotzdem nicht Schocker der Woche, obwohl ich dieses gern genommen hätte. Das müsste Schocker der Woche sein, und das ist, glaube ich, dann das Thumbnail, weil mir das einfach so gut gefällt, auch von der Farbe her. Kissmatic, auch noch 100% Axandor, hat auch die Community gegrüßt, Grüße gehen zurück. Balu, ausgebrütet, 100% krank, warte mal, ist ein Shiny. Shinux. Shiny Shinux, immer noch krank. So, dann hat er hier noch auf Axandor, Janma, Quiegel, ein Samyang getauscht. Endlich im Club, 100%. Purmel, habt ihr auch schon 100% Purmel. Benny, 100% Gastella. Mega Graudon, auch der zweite Account, jetzt auf Level 50. Und die Feuerwehrfrau mit einem Shiny Axandor. Das war voll die lange Folge, aber jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, ich wollte es erst gar nicht reinnehmen, weil es ja eh schon wieder jeder kennt, aber ich habe mich doch dann dafür entschieden, Tobias Jan, unser Heise, mit dem 100% Ignivor. Jetzt sagt ihr, ja gut, das ist ein 100er, es gab aber so viele andere 100er. Es gab sogar 100er Shinies, es gab sogar 100er Glücks-Shinies und. Ich weiß aber, dass momentan wirklich alle heiß sind auf Ignivor. So viele Leute haben Axandor geradet, so viele Leute haben Shinies bekommen, mehrere Leute haben 100er bekommen. Mehrere Leute haben Shiny Genesekts bekommen, mehrere Leute haben 100er Genesekts bekommen. Genesekt bei den meisten sowieso nutzlos, brauchen sie nicht. Ignivor ist aber der Shit, um den sich gerade jeder reißt. Jeder will Ignivor haben. Viele Leute haben Eier gebrütet, haben kein Ignivor rausbekommen. Die Rate ist so gering, und wenn ihr dann mal eins bekommt, dann habt ihr meistens sowieso grottige IV. Ihr könnt nicht mal im Lucky Trade eins tauschen, weil es ja keiner hat. Und wer eins hat, der will es meistens nicht tauschen. Die Leute wollen es meistens behalten. Hier ein 100% Ignivor zu brüten, bei der geringen Chance, an Ignivor überhaupt ranzukommen, das ist wie Molung, nur irgendwie halt neuer und frischer. Wie wenn ihr weibliches 100er Molung hatte. Das war schon mal Schocker der Woche. Und für mich ist Ignivor einfach automatisch ein weibliches 100%iges Molung. So, das ist also Schocker der Woche. Und das heißt, das zweite Mal in Folge, dass Tobi, der Heise, Schocker der Woche ist. Ich freue mich auf die Raidmania heute Abend, 18 Uhr. Ihr ladet mich ein zur Raidmania. Und wir machen 5 Raids und dann ein bisschen Interaktion, PvP. Ich werde meinen Queststapel ein bisschen lernen, dass wir eine Stunde trotzdem heute Abend haben, wo wir ein bisschen chillen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.